bei den Temperaturen brauchst du auch keine Angst mehr haben um eine Verkühlung oder Lungenentzündung. Weil Bakterien überleben es auch nicht. Okay. Na gut, wir haben auf dem oberen Spawnplatz einen rosa Terra namens Fette Katz und auf der unteren Position einen roten Zerg namens Meredica. Wenn man die beiden nichts kombiniert, heißt das Meredica Katz. Mehr die fette Katz. Mehr die fette Katz, genau. Und gut. Oder Also, mehr die ich Katz. liste hier nochmal für die Observer aus, was Merdeka eben falsch gemacht hat. Upgrades vergessen. Er hat Saturation nicht immer Game überprüft. paused. Er kann auf seinen Besuch sagen, herzlich willkommen im Turnierfinale. Lass mich in Ruhe. Vielleicht gar nicht verkehrt. Ich werde mir nach dem Spiel, ich habe heute noch überhaupt nichts gegessen, nach dem Spiel ein bisschen was zu essen holen. Da müsstest du dann etwas mehr reden. Ich habe heute auch noch nichts gegessen, ich bin auch noch nüchtern. Okay. Ja, das ändert ja nichts daran, dass mein Essen halt jetzt gleich fertig wird. So. Saturation nicht konstant überprüft. Hydraden hat komplett gefehlt. Das ist halt nach der 11-Minuten-Entscheidung auch ein Fehler. Und auch ganz wichtig war, Dritte hätte verhindert werden müssen. Also sie wurde ja gesniped, aber man hätte sie auch länger verhindern können. Dadurch konnte der Terra dann halt irgendwann auf 3 Base gehen, seine Upgrades durchziehen. Wären Hydras und Speedlinge direkt dabei gewesen, bin ich noch nicht mal sicher, ob der Terra es geschafft hätte, überhaupt 3 Base zu kommen. Aber gut, das Mit hätte man sehen. Hüten wären diese marauderlastige Arme, die er hatte, komplett kaputt gegangen. So sehe ich es halt auch, ja. Also Das mit. Problem dabei ist, wenn du Roches spielst und der Gegner baut schon Marauder, darfst du keine Ulis mehr spielen. Ja. Das ist halt der Nachteil an dem Uli-Weg. Das stimmt Wenn definitiv, vorher ja. Roches Also spielst. wobei du halt, also andererseits haben bis zur Diamond League haben Corbin und ich mit der 11-Minuten-Entscheidung nie Spiele verloren, wirklich gar Ja, nicht. Weil, aber wir haben halt auch da konstant immer die Dritte verhindert, das muss man halt auch dazu sagen. das und dir zu Schaden gemacht. Ja. Weil halt die Timings und alles so perfekt war, ja. Wir sehen Double Rex. Ein anderes Opening als eben. Okay, jetzt bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was passiert als nächstes. Beim Zerg sehen wir ganz normal Standard Okko-Style. Suicide Overlords sind in place. Was macht er mit dem TechLab? Noch nix. Marauder wird gebaut. Marauder. Okay. Wir sehen hier ein One-Base-Play. Also für uns Caster ist es natürlich schöner, dass wir nicht immer das gleiche Opening sehen. Gar keine Frage. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, was hier jetzt passiert. Combat Shield wird erforscht.
Marines werden gebaut. Das sieht hier nach einem One-Base-Play aus. An der Factory auch ein Techlab. Okay. Oh. Widow Mines werden gebaut, nehme ich dann mal stark an. Oder es wird Marauder Hellion Push werden. Das wäre natürlich mal eine interessante. Ja, das. Genau das wird es werden. Dann müsste jetzt halt nur Concussive Shells irgendwie erforscht werden. Ein Combat Shield ist mal wichtig. So, lieber Merdeka. Du siehst mit deinem Overlord, dass keine Echse bei 7 Minuten da ist. Das bedeutet so deutlich One-Base-Push, wie es One-Base-Sieger-mäßig nicht mehr werden kann. Jetzt siehst du den ersten Hellion, die Marodeure in deiner Vision. Ich hoffe, du achtest drauf. Ich gehe mal in die Vision von... Spätestens er sieht's auf der Minimic. Ja, beim Watchtower sollte es. Aber bis dahin, wenn die beim Watchtower erstmal sind, ist es wahrscheinlich zu spät. Aber ja, jetzt kommen sie. Ja. Ich würde auch da vorne Wall setzen. Weitere Queens bauen. Ich sag da auch kurz zu den Queens, das sind richtige Killermaschinen. Genau. Vor allem die eine Queen da oben. Na, der Kriegtum war ist nicht schlecht. Aber jetzt. So, jetzt geht's los. Army Value deutlich in favor von Katze. Ja, okay, das wird hart. Drohnen nehmen. Jetzt ist es zu spät. Ja. Aber drei große Dinge reichen uns hier. Aber das kommt aber nicht wenig nach, also das ist das Problem. Und mit Urringern geht's dann. Und wir kriegen ein Mineralienproblem.